Ein neues Stück feiert im Theater Vorpommern Premiere. Frau Müller muss weg. Eine Komödie von Lutz Hübner. Die Geschichte handelt von einer Reihe Eltern, die sich um die Schulnoten ihrer Kinder sorgen. Natürlich ist der Fehler für die schlechten Zensuren nur bei einer Person zu suchen, der Lehrerin. Deshalb ist für alle klar, Frau Müller muss weg. Wir, die Eltern der Klasse 4b, haben das Vertrauen in ihre pädagogischen Fähigkeiten verloren. Die meisten Kinder haben sich in ihren schriftlichen Noten zum Teil dramatisch verschlechtert. Das Lernklima ist schlecht und es herrscht eine Unruhe in der Klasse, die sie anscheinend leider nicht in den Griff bekommen. Das ist besonders alarmierend in einem Halbjahr, an dessen Ende das Zeugnis steht, das über den weiterführenden Schultypus entscheiden wird. Jetzt werden die Weichen gestellt, jetzt müssen wir handeln. Für die Inszenierung des Stückes ist Matthias Nagatis zuständig. Er arbeitet seit 1998 mit dem Theater Vorpommern zusammen und kennt den Gegenwartsdramatiker Lutz Hübner seit vielen Jahren. Also zum Theater Vorpommern ist die Zusammenarbeit so entstanden, dass 1998 Rüdiger Bloch, der damalige Intendant, mich von Dresden hier hochgeholt hat und mich gebeten hat, die Funktion oder den Posten des Schauspieldirektors zu übernehmen. So ist die Arbeit entstanden und Lutz Hübner ist ein Autor, den ich sehr schätze. Wir haben ja auch Gretchen FF, 89 FF schon hier als Stück und ich finde, der schreibt sehr gute und sehr zeitbezogene nahe Stücke und wie gesagt, ich bin durch Dresden natürlich, durch die Uraufführung auch auf diesen Stoff gekommen. Frau Müller muss weg und finde das ein sehr gutes Stück. Matthias Nagatis ist begeistert vom Ensemble und Frau Müller muss weg versprüht einen ganz besonderen Charme. Mit den Schauspielern bin ich immer zufrieden, weil es sind meine Kinder und ich habe sie ja auch hochgeholt. Und das Besondere an dem Stück ist, dass natürlich die ganzen Figuren, was die Darsteller verkörpern, aus den ganzen Bundesländern kommen. Die kommen aus Sachsen, sie kommen aus Nordrhein-Westfalen, Hessen, aus Köln. Und das ist ganz interessant, wie dann die einzelnen Dialekte, die Schauspieler jetzt mal das, was sie sonst nicht machen dürfen, nämlich Hochdeutsch reden, also die meisten jetzt mal in ihrem Heimatdialekt reden dürfen und die Figuren verkörpern dürfen. Das ist ein besonderer Reiz. Dadurch wird das Stück auch sehr authentisch und das ist ja fast wie ein Gedächtnisprotokoll oder man denkt, man sitzt in einer Elternversammlung oder in einer Elternsprechstunde mit Lehrern wirklich drin. Mit viel Humor und Witz zeigt sich das Theaterstück. Überzeugen Sie sich selbst. Matthias Nagatis lädt Sie herzlich ein. Liebe Zuschauer, das ist ein Stück, was sehr zeitgemäß ist, sehr humorvoll, große Probleme aufwirft. Auch nach 20 Jahren Wiedervereinigung ist die Wiedervereinigung immer noch nicht da, wo sie hingehört. Es ist auch noch nicht das zusammengewachsen, was zusammengehören soll. Aber es soll ja laut Herrn Friedrich auf dem besten Weg sein und kommt sie ins Theater. Und es geht also auch um Schulprobleme, wie die Kinder wirklich, also in welchen, gerade in der heutigen Zeit, mit welchem Zeitdruck, mit welchem Arbeitsdruck, Globalisierungsdruck umgehen müssen. Und das ist ein sehr schönes Stück, das also ein ernstes Thema heiter darstellen. Wenn Ihr Interesse jetzt geweckt wurde und Sie Frau Müller muss weg erleben möchten, schauen Sie im Theater Vorpommern vorbei. Viel Spaß!